Erfolg. Erfolg ist das zentrale Thema unserer heutigen Gesellschaft und auch eine unserer größten Herausforderungen. Aber vielleicht kann es auch ganz einfach sein? Freuen Sie sich auf eine Talkrunde mit vier hochkarätigen, interessanten Gästen. Ursula Witthöft ist Performance Coach und Expertin für Auftritt und Wirkung. Oft ist es der erste Eindruck, der nach außen alles entscheidet. Ob in einem Vortrag oder in einer Verhandlung oder auch für wirklich gute Teamführung. Der Auftritt ist oft das Entscheidende und führt zu einem klaren Ja oder auch Nein. Erfolg kann manchmal ganz einfach sein und Frau Witthöft zeigt, wie es geht. Seit über 20 Jahren zeigt Oliver Bayer Unternehmern, Selbstständigen und Beratern, wie sie unternehmerisch wachsen. Herr Bayer wurde mit dem Europäischen Trainerpreis des BDVT ausgezeichnet und ist Mitautor eines Fachbuches zum Thema Führungsstärke. Seine Kernthemen sind souveränes Auftreten, erfolgreiche Positionierung und unternehmerisches Wachstum. Nadine Wilden ist Unternehmensberaterin im Personalmanagementbereich. Frau Wilden begleitet Unternehmen in wichtigen Veränderungsprozessen und Projekten, übernimmt aber auch zum Beispiel Interimsmanagementbereiche. Für Unternehmen wird es zurzeit immer wichtiger, nicht nur das richtige Personal zu finden, sondern auch die Unternehmung an die Märkte anzupassen. Zum Beispiel im Rahmen einer Umorganisation, bei der internationalen Ausrichtung des Geschäftes, bei der Gründung von Tochtergesellschaften oder auch beim Aufbau ihrer Personalarbeit. Das Wichtige in der Unternehmung ist der Mensch. Susanne Angelhuber ist Coach und Expertin, Mamas wieder glücklich zu machen und wieder in ihre eigene Leichtigkeit zu bringen. Viele Mütter sind total desillusioniert. Sie haben sich Kinder gewünscht und damit ein wundervolles Gefühl verbunden. Und ganz schnell nach der Elternzeit ist dieses Gefühl oft ins genaue Gegenteil umgeschlagen. Frau Angelhuber gelingt es, Mütter genau an diesem Punkt abzuholen und wieder in ihre eigene Leichtigkeit und Erfüllung zu bringen. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu Ihrer Talkshow Wege zum Erfolg. Ich habe heute vier so spannende Gäste dabei, vier so unterschiedliche Persönlichkeiten, die doch eins gemeinsam haben, ihren persönlichen Weg zum Erfolg. Ursula Witthöft betreut Firmen, Unternehmen, alle, die öffentlich auftreten und bringt genau diese Menschen zum Strahlen. Reden auf Wirkung ist ihr Spezialgebiet. Liebe Ursula, was ist für dich Erfolg? Ja, es gibt viele Führungskräfte und Unternehmer, die sind fachlich total top. Und da geht es darum, dass sie ein Thema rüberbringen wollen, dass sie auf Wirkung sprechen wollen, dass sie überzeugen, dass sie Resonanz bekommen. Und die kriegen sie dann nicht, denn sie haben nicht unbedingt eine Ausbildung gehabt und es liegt nicht jedem. Und dann sind sie total gestresst, zeigen sich nicht unbedingt und merken, sie erreichen die Leute nicht. Das muss nicht so sein. Also wenn man sich wirklich vorbereitet und wenn man seine Stärken im Auftreten kennt, dann kann man da ganz, ganz viel erreichen. Und für mich bedeutet Erfolg, wenn ich die Menschen in diesem Prozess begleite, wenn ich sie unterstützen darf. Wenn die Leute dann wirklich dieses Strahlen haben. Ich habe tatsächlich ein Credo und mein Credo ist, in jedem Menschen ist Sonne, man muss sie nur zum Strahlen bringen. Es berührt mich total, weil das ist wirklich mein Herzenswunsch. Das bedeutet für mich Erfolg. Danke, liebe Ursula, das sieht man in deinen Augen, die strahlen über alles. Mein nächster Gast ist Mentor für Trainer und Coaches. Er hat den Europäischen Trainerpreis des BDVT gewonnen. Lieber Oliver, was ist für dich Erfolg? Erfolg kann was sehr Individuelles sein. Für mich ist erstmal Erfolg, etwas gemeinsam zu erreichen, was für alle Beteiligten Bedeutung hat. Das ist gleichermaßen für die Motivation gut, an der man Erfolg messen kann und auch an den Spuren, die man damit hinterlässt. Und im Privaten vergleiche ich das Ganze immer ganz gerne mit einem Kinofilm, in dem sich die Handlung abspielt, die ich als Drehbuchautor meines Lebens geskriptet habe. Wow! Danke. Liebe Nadine, du bist Expertin im Bereich Personalmanagement und unterstützt Unternehmen bei ihrer Personalarbeit.
Nadine, und man wird sie ja überhaupt nicht anmerken, ist mehrsprachig aufgewachsen und spricht so ganz ohne Akzent. Das bewundere ich. Und das macht sie sich auch zunutze bei ihrer Beratung. Wie erreichst du das? Wenn ich mich in einem Wort beschreiben würde oder ein Bild nehmen würde, dann würde ich sagen, ich bin ein Brückenbauer, der Menschen zusammenbringt und auch miteinander verbindet. Für den Unternehmenserfolg braucht es beides. Es braucht Mitarbeiter und es braucht eine Unternehmens- und Geschäftsstrategie. Und es ist wichtig, dass die Unternehmen und mit ihren Personalabteilungen, wenn eine vorhanden ist, die Mitarbeiter, das Personal mit der Geschäftsstrategie gut verbinden und dass es auch beides gut aufeinander abgestimmt ist. Gerade im Start-up-Unternehmen oder in der Start-up-Welt ist es so, dass viele Unternehmen sehr schnell wachsen und sehr schnell Bedarf haben an Mitarbeitern, an guten Mitarbeitern. Was ist der Vorteil für das Unternehmen? Dass sich die Unternehmer, die Gründer oder die Investoren, dass sie Zeit gewinnen und dass sie auch Geld sparen und sich auf das Wichtigste konzentrieren können, das ist ihr Geschäft. Danke. Liebe Susanne, du bist Coach und Experte für gestresste Mütter, um Mütter wieder glücklich zu machen. Wann macht es Sinn, für eine gestresste Mutter auf eine Expertin wie dich zuzukommen? Jetzt. Jetzt. Ja, jetzt. Es ist tatsächlich so kurz zu beantworten jetzt, weil du einfach die Rolle nicht kennst. Also kein Mensch würde auf die Idee kommen, morgen einen Marathon zu laufen. Ja, wir bereiten uns darauf vor. Im Muttersein ist das halt einfach nicht so. Also wir können es einfach nicht, weil wir keine Chance haben, irgendwie mit einem Leihkind das zu machen. Es ist sinnvoll, so früh wie möglich diese Fähigkeiten zu erlernen, durch eine andere Brille zu schauen. Die Realität ist leider ein bisschen anders, dass tatsächlich ein unfassbar hoher Prozentsatz der Mütter, es gibt den Namen Mama Burnout, ja, und es ist unfassbar, wie hoch der Prozentsatz der Mütter ist, die darin sind und das, wie gesagt, für normal empfinden. Und es ist so früh wie möglich anfangen. Also im besten Fall, wenn du merkst, hier ist eine Rolle, die ich einnehme, die ich spielen will langfristig und ich kann es nicht. Je länger du wartest, desto schlimmer wird es. Also es wird nicht besser, wenn du es nicht erlernst. Deswegen ist tatsächlich jetzt der Moment, dir Hilfe zu holen, weil ohne Hilfe geht es nicht. Es geht einfach nicht. Du schaffst es nicht. Du kommst aus dieser Rolle nicht raus, neutral draufzuschauen. Und du weißt ja auch nicht, wie mache ich es anders, sonst würdest du es ja anders tun. Deswegen jetzt. Danke. Ursula, du machst Menschen glücklich, die vor anderen Menschen sprechen. Du bist auch Bewusstseinstrainerin und und im Ursprung sogar Schauspielerin. Sag, was steckt bei dir dahinter? Was ist deine Geschichte? Warum tust du, was du tust? Ja, also eine meiner Ausbildungen ist eine Schauspielausbildung, wie du sagst. Und da kam ich in Situationen, die für mich ziemlich stressig waren. Auf einer Bühne stehen, präsent sein, Menschen erreichen mit der Stimme, ja, bis in den letzten Rang kommen, das konnte ich nicht. Das hat mir unglaublichen Stress gemacht. Und dann habe ich erfahren, Lampenfieber, das geht nicht nur mir so. Das geht ganz vielen so, ja. Aber keiner spricht darüber. Und naja, man kann irgendwo so lesen, vielleicht welche Tricks gibt es, aber so letztendlich, dass man dieses Lampenfieber nicht irgendwie wegdrückt, sondern dass man das als starkes Energiepotenzial sieht. Und wie bringst du das in den Business-Kontext? Das Strahlen und im Arbeitsleben, da ist doch nicht immer alles so schön. Das ist richtig. Und doch gibt es in jeder Situation irgendetwas, was dich treibt. Aus irgendeinem Grund tust du das, was du tust. Was ist also für dich deine Karotte? Was ist das, was dich motiviert in jedem Moment? Und was kannst du für dich herausfinden, wo du sagst, und dafür stehe ich auf und dafür tue ich dies und jenes? Und wer das für sich herausgefunden hat, der strahlt auch und der fühlt sich auch wohl. Und das ist wirklich meine Vision geworden, also wirklich mein Motto geworden, Menschen zum Strahlen zu bringen. Und über diesen Weg ist das tatsächlich möglich. Lieber Oliver, du hast 20 Jahre Berufserfahrung und nimmst deinen Coaches, nimmst denen die Angst vorm Vertrieb, denn auch als Trainer und Coach kommst du am Vertrieb nicht vorbei, richtig? Zwangsläufig. Wie machst du das? Ja, also ich mache sie erstmal darauf aufmerksam, was sie eigentlich davon abhält.
Du hast ja vorhin schon die innere Stimme angesprochen. Und diese innere Stimmen, da gibt es sehr viele in uns und viele von denen nehmen wir gar nicht als solche innere Stimmen wahr. Das aufzudecken und in Frage zu stellen und zu ersetzen durch positive innere Stimmen, nämlich die Begründung, warum ich mich auch wirklich anbieten darf und das Verbot oder die Erlaubnis gar nicht einholen muss. Das sind so Stimmen, die in uns arbeiten und die wir uns oftmals gar nicht bewusst machen. Ich erlebe meine Mentees, so nenne ich sie, oft in einer ganz, ganz starken Begründung. Die sind sehr, sehr qualifiziert und mit dieser Qualifikation arbeiten sie gegen sich selbst und begründen ihren Misserfolg. Und meine Aufgabe als Mentor ist, in diesem Dschungel von Stimmen Orientierung zu geben, natürlich auch zu spiegeln und Feedback zu geben, das, was ein Coach auch machen würde, aber vor allen Dingen auch durch einen Prozess zu führen, der sie auch dazu befähigt, sich selbst zu vermarkten. Ich will nicht sagen verkaufen, weil das auch oft so negativ belegt ist, ja, aber sich selbst an den Markt zu bringen und sich überzeugend zu präsentieren, souveränes Auftreten auch gegenüber Kunden zu entwickeln. Ja, leider ist das Wort Verkaufen in Deutschland sehr, sehr negativ besetzt. Liebe Nadine, ich bin jetzt ganz gespannt, welche Tipps du mitgebracht hast für unsere Zuschauer gleich, die sie direkt bei ihren Unternehmen, bei ihren Mitarbeitern umsetzen können. Als erstes würde ich sagen, seid mutig und probiert auch mal andere Sachen aus und sucht auch eine Verbindung zu dem Menschen, wenn ihr Mitarbeiter sucht und auswählt und schaut nicht nur auf das Fachliche. Denn ganz wichtig, auch gerade für die Bindung eines Mitarbeiters, ist der Mindset und die Mentalität. Und das ist wichtig, dass das gut zusammenpasst. Und dann würde ich sagen, ein zweiter Tipp ist, achtet auf eure Energie und sorgt auch gut für euch selbst, weil diese Energie, die bringt ihr in euer Unternehmen, die vermittelt ihr auch einem zukünftigen Mitarbeiter oder Talent und das vermittelt ihr auch in der täglichen Zusammenarbeit mit euren Mitarbeitern, mit euren Kollegen, aber auch mit euren Kunden. Also achtet auf diese Energie, die ihr in euer Unternehmen trägt und auch an eure Mitarbeiter weitergibt. Danke. Liebe Susanne, du hast für gestresste Mütter heute tolle Tipps dabei. Da bin ich jetzt schon riesig gespannt drauf. Ja, liebe Mama, der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, überleg mal, wann du das letzte Mal so richtig glücklich warst, dich so richtig frei und leicht gefühlt hast. Und wenn die Antwort jetzt kommt, letzte Woche oder vielleicht sogar noch länger her, ein Monat her, oder wenn es ganz schlimm ist bei der Geburt deines Kindes, dann frag dich doch mal, ob du das wirklich so willst. Und wenn du feststellst, dass da ein ganz klares Nein kommt, dann bitte hol dir Hilfe. Weil du kannst das auch wieder haben, und zwar täglich. Und der zweite Tipp ist mein Lieblingstipp, den ich gerne mitgebe. Wir überlegen oder wir stellen so oft fest, wie wir es nicht haben wollen. Und so wenig Menschen haben ein Bild davon, wie will ich es denn haben. Nimm dir abends mal ein Glas Wein und schreib dir mal deinen perfekten Tag auf. In voller Buntheit, in voller Farbe, mit deinen Kindern, mit deinem Mann, mit deinem Job. Und dann versuch, diesen Tag mehr und mehr in dein Leben zu holen. Und dann wird es ganz leicht. Danke, Susanne. Liebe Zuschauer, ich hoffe, für Sie war ein zündender Impuls dabei, der Sie begleitet auf Ihrem Weg zum Erfolg. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten zu Ihrer Talkshow Wege zum Erfolg. Bis dahin.